Hallo aus der Stadthalle Weißenfels. Das fünfte und entscheidende Finalspiel um die deutsche Floorball-Meisterschaft ist soeben zu Ende gegangen. Und damit ist auch diese Bundesliga-Saison erstmal für beendet erklärt. Wir sprechen mit Ramon Ebold von den Red Devils Wernigerode und gratulieren zunächst, auch wenn sicherlich ein kleines bisschen Traurigkeit dabei ist, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zum deutschen Vizemeistertitel. Ja, danke. Ja, es war heute nochmal ein aufregendes Spiel, genau wie die ganze Finalserie. Das erste Drittel ausgeglichen und dann geratet ihr, habt ihr so einen kleinen Knick im zweiten Drittel gehabt. Was war da der Grund? Ja, ich glaube, ausschlaggebender Punkt war vor allem die Verletzung erstmal von Markus Kipari, der natürlich Schlüsselspieler ist bei uns. Alle sind so ein bisschen in Panik verfallen und was machen wir jetzt? Viele Umstellungen. Selbst ich als Verteidiger musste dann Stürmer spielen, womit ich am Anfang erstmal Probleme hatte. Aber ich denke, dass wir das im letzten Drittel dann sehr gut auf die Reihe gekriegt haben. Dass wir Markus' Verletzung kompensieren konnten und dass wir gezeigt haben, dass wir auch würdiger Finalist sind und hätten auch verdient gewinnen können. Hat ja schon gesagt, es stand nach dem zweiten Drittel 6:2, relativ klare Führung für Weißenfels. Und dann seid ihr wirklich noch mit einer energischen Schlussoffensive zurückgekommen. Gab es da eine Ansage in der Kabine oder wurde da nochmal die Marschroute neu ausgerichtet? Ja, Ansage direkt nicht. Klar hat Peter ein paar taktische Hinweise gegeben und nochmal probiert zu pushen, aber du hast das ist das letzte Saisonspiel, du hast nichts mehr zu verlieren, du kannst voll drauf gehen, den Gegner unter Druck setzen. Du musst eigentlich einfach nur weitermachen, dich nicht aufgeben und dann sieht man ja, dass man noch Tore schießen kann und dass die Kiste dann nochmal eng wird. Ja, von daher ist eigentlich das letzte Drittel sehr gut gelaufen für uns. War das 15. Finalspiel heute wirklich finalwürdig? Ja, knapp 1200 Zuschauer, das macht doch Spaß, oder? So ein fünftes Entscheidungsspiel vor so einer Kulisse, oder? Natürlich, macht Riesenspaß. Wenn du aus der Kabine kommst, in die Halle rein und es kommt dir erstmal ein Schwall entgegen, kriegst du Gänsehaut und dann geht's los mit so einer Nationalhymne, was immer mega geil ist. Und es gibt nichts, was dich mehr motivieren kann als so eine Kulisse. Also was geht da durch den Kopf? Auch jetzt so, sag mal, in den letzten Stunden vorm Spiel oder die letzte Nacht vorm Spiel. Kann man da ruhig schlafen als Spieler, oder? Also ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich den letzten Tag vorm Spiel eigentlich nicht groß über das Spiel nachdenke. Sondern so ein paar Stunden davor geht es dann echt los, im Kopf zu grübeln. Natürlich steigt dann die Nervosität, obwohl es eine gute Nervosität ist. Ist immer gut, wenn ein Kribbeln im Bauch da ist. Und ja. So, dann habt ihr heute verloren, 8:5. Wie gesagt, es wurde nochmal spannend. Aber gut, die Revanche ist dann jetzt offen. Und ja, ihr hättet nochmal eine Chance, dann in 4 Wochen beim Pokal auf Weißenfels zu treffen. Freut ihr euch darauf, oder? Ist es noch ein bisschen lang hin bis dahin, oder? Natürlich freut man sich drauf, nochmal die Chance haben, irgendwas zu gewinnen. Aber jetzt ist man auch erstmal froh, dass die Saison vorbei ist. Vielleicht eine Woche, 1-2 Wochen Pause. Einfach mal nichts machen, keinen Schläger in der Hand nehmen, keinen Unihockeyball sehen. Ja, und dann vielleicht in 2-3 Wochen geht es dann wieder los mit der Vorbereitung und dann kann man die Spannung wieder aufbauen. Aber es ist erstmal gut, dass es vorbei ist. Seid ihr jetzt sicherlich ein bisschen niedergeschlagen, ein bisschen traurig auch, aber ihr habt eine gute Saison gespielt, eine gute Finalserie gespielt. Ein bisschen gefeiert wird doch trotzdem auch, oder? Ich hoffe doch. Naja, wir sind gespannt. Gratulieren nochmal zum deutschen Vizemeistertitel, den Red Devils Wernigerode. Verabschieden uns hier aus der Stadthalle Weißenfels. Bis dann.